Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für Lemmy und mich auf Avanche ins erste Training von unserem CC-Trainingsteam. Und dort werden wir das Geländetraining reiten und auf meinem Kanal gibt es schon ein Video von letztes Jahr, wo ich mit meinem Reitverein dort im CC-Training war. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr oben klicken. Und ich wünsche jetzt euch viel Spass bei diesem Video. Ich zeige euch heute nicht nur das Training, sondern auch noch ein bisschen, was ich alles vorbereite. Und als erstes geht es jetzt in den Stall. Der Lemmy bekommt seine Magnetfelddecke drauf und ich werde noch ein bisschen Ledersachen putzen. So, ich bin jetzt schon im Stall beim Lemmy und er hat seine Magnetfelddecke schon drauf. Die lasse ich mir jetzt etwa 45 Minuten drauf und währenddessen putze ich noch Lederzeug. Also, der Sattel habe ich vor ein paar Wochen schon gegölt. Der ist nicht nötig, weil ich ihn wieder nur zweimal gebraucht habe, aber sicher meine Stiefel haben es nötig. Meine Sporen muss ich auch mal wieder putzen, dort kleben noch ziemlich viel Haar vom Lemmy dran, wo er im Fellwechsel war. Und dann so Gurt und Vorzüge muss ich mal anschauen und dann entscheide ich spontan, was putzen und was nicht. So, ich habe jetzt alles parat gemacht zum Lederzeug putzen und das zeige ich jetzt, was ich hier dazu alles brauche. Also, was will ich alles putzen? Hier sind das Hörnchen und mein Vorgeschirr, das will ich nur mit Lederfett einfetten. Hier ist der Gurt, den will ich zuerst mit Lederseife putzen und dann auch einfetten. Hier sind meine Sporen, die werden nochmal mit einem Feuchttuch gereinigt, genauso wie meine Geländegamasche, echt, dass sie wieder schön glänzen. Und dort sind noch meine Stiefel. Dort habe ich etwas Neues gefunden, und zwar haben wir hier die Lederpflege intensiv. Die ist, also die tut reinigen und pflegen, und mir hat das Resultat, als ich es einmal ausprobiert, hat mich letztes Mal wirklich überzeugt. Und also mir sieht das fast besser aus wie mit einer braunen Schuhcreme, weil Schuhcreme ja meistens nicht das gleiche Braun hat wie die Stiefel, und deswegen haben die Sachen, und ihr seht, da sind noch ganz viele andere Sachen drin. Und da ist mein Büssi. Der Lemmy natürlich noch nicht. Jetzt tun wir das Mittagessen. Es ist jetzt 11:30 Uhr. Am 4. Uhr das Mittagessen. Und dann am 4. Uhr 2 gehen wir dann in den Stall.
Wir haben schon alles ausgelesen, der Lemmy war noch in Arbeit. Also mit allen zusammen, wir haben gemischt und alles. Und ja, jetzt bin ich auch ziemlich kaputt, weil es war schon ziemlich anstrengend, aber ich muss sagen, es war ein wirklich gutes Training. Der Stefan Rufus ist wirklich ein sehr guter Trainer, also das war das erste Mal, als ich bei ihm war. Und er ist wirklich gut auf uns eingegangen, obwohl wir ja nicht ganz so hoch springen wie die anderen. Aber trotzdem, und der Training ist wirklich mega gut gegangen. Er ist sogar mit dem Wasser innen galoppiert, wir sind Wassereinsprünge und Aussprünge gegangen. Alles Sachen, die wir wirklich noch nicht oft gemacht haben. Und bis jetzt auch wieder wirklich so ganz freiwillig. Aber im Wasser ist er glaube ich noch nie galoppiert. Die meiste Zeit nur dran. Und er hat seine Sachen wirklich, wirklich toll gemacht. Und ich bin sehr, sehr glücklich, wenn er gegangen ist. Das war es auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.